Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Dat Graf und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play von Anno 2070. Da wollen wir auch gleich mal anfangen mit einer sogenannten Kampagne der Virus. So, Kapitel 1. Wollen wir gleich mal Schatten der Vergangenheit ausmachen? Ja, dann fangen wir gleich mal hier mit Mission 1 an. Obwohl ich da ehrlich sagen muss, ich habe das schon mal gemacht. Aber wir machen es einfach nochmal. Die Erfüllung des Zwei-Jahres-Plans wird mir bei Global Trust endlich das Ansehen einbringen, das mir zusteht. Genau. So, wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr es gerne auf Pause drücken. Ansonsten starten wir gleich einfach mal. Und wir sehen uns also gleich wieder. Ich mache hier kurz einen kleinen Cut, weil dieses Ladebild wollte er ja nicht sehen. Bis gleich. Arche hat Zielkoordinaten erreicht. Da sind Sie ja endlich. Tor Strindberg, wir hatten bereits das Vergnügen. Und angesichts der Lage schlage ich vor, wir sparen uns weitere Förmlichkeiten. Ja, das war. In diesen Anlagen produzieren wir im großen Stil Kohle und Öl. Nett. Tendenz steigend. Der neue Zwei-Jahres-Plan aus der Okay. Konzernzentrale ist wirklich eine Herausforderung. Okay, gut zu wissen. Geht's so weiter? Aber schön sieht's ja aus. Um die Produktion weiter zu steigern, brauchen wir mehr Energie. Uns fehlt nur noch eine leistungsstarke Turbine für das hydroelektrische Kraftwerk. Ah ja, ich sehe schon. Der Zwei-Jahres-Plan. Ich muss sagen, sieht schick aus. Sie werden sich um die Neukonstruktion der Turbine kümmern. Das ist ab sofort Ihre oberste Priorität. Verstanden? Jawohl, Sir! Wird sofort erledigt, Sir! Dann klicken wir mal. Kühlsysteme bereit. Sehr nett. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Kommunikationssysteme online. Dann wollen wir mal zu dieser Insel da. Ich stehe jederzeit mit weiteren Informationen zur Verfügung. Sehr schön, Eva. Wir drücken mal hier auf Plus, um das Global Ganze. Trust hat übrigens ein Care-Paket für Sie geschickt. Die Kisten stehen hier im Weg, also holen Sie sie gleich ab. Kommandoschiff einsatzbereit. Navigationssysteme online. Dankeschön, Eva. Endlich können wir dann zum nächsten Punkt weitergehen. Gut. Im Südwesten liegt eine. Mann, bist du nett, Junge. Mann, 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 Mann. Dann wollen wir mal, ne? Gucken wir uns mal die Insel an. Oh, so gefällt mir die eigentlich. Oh, doch, ich nehme sie. Bestellte Waren stehen zur Abholung bereit. Danke. Wir machen drücken nochmal Plus, weil wir das Ganze mal ein bisschen beschleunigen wollen. Weil wir wollen hier bauen. Bauen, bauen, bauen. Ich muss ehrlich zugeben, das sieht richtig nett aus hier. Also von der Grafik her muss ich ja echt sagen, gefällt mir. Und da fangen wir auch schon an zu bauen. So, liebe Leute, kickt mal hier. Perfekt. Dankeschön, Herr Sir. War ja richtig nett von Ihnen. Informationen für Siedlungsgründung verfügbar. Danke. So, dann wollen wir mal gucken, was können wir denn bauen? Ah, klicken wir hier mal drauf. Und dann bauen wir erstmal ein Stadtzentrum. Stadtzentrum. Wie bauen wir das denn am besten? So mehr dahin oder? Ich würde mal sagen, wir bauen das eher hier in dieser Ecke. Warte, 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 warte. Ja. Achtung, zu wenig Unterkünfte vorhanden. Danke, Warum? Ivy. Das weiß ich. Und da gucken wir mal erstmal. Was ist der Zeitplan?
Wie bauen wir? Wir bauen am besten Viererblöcke. Blöcke. Genau, wir machen das so. Nutzen Sie jetzt unser einmaliges Sonderangebot. Hier 6, genau. Und. Ja. Ach, scheiße. Verdammte Hacke. Weg damit. Mann, hier ist aber wieder was los. Erstmal. So, und dann. Vier. Na. Machen wir so und. Ja, komm. Einmal. Zweimal. Meine Vorgesetzten können mich machen. Sehr schön. So, erstmal unterbrechen wir da den Wachstumsschub und dann bauen wir erstmal hier eine Straße. Ach, hör auf zu heulen. Warnung. Registriere Abwanderung der Bevölkerung. Ja, ich kann nicht so schnell bauen, wie ihr wollt. Ihr seid doch alle. Nein. Also, guck mal. Oh, ja, ist ja klar, die haut alle ab. Hab alle keine. So, guck mal, und dann machen wir das so. Und dann. Buja! Jetzt sollten sie mal ruhig sein. Ne? Warnung: Mehr Baumaterial benötigt. Lade Informationen zur Nachschubsicherung. Ja, danke schön, Ivi, und dann wollen wir mal gucken, was wir noch haben. Sie könnten die Erste sein, die in den Genuss dieser Weltneuheit kommt. Bauzellen. Okay, bauen wir mal Bauzellen. Und am besten, wir bauen die so, dass sie halt nicht direkt in der Stadt sind. Also, das ist halt Chemie pur. Und deswegen werde ich Bauzellen hier hin klatschen. Schön außerhalb von meiner Stadt. Und dennoch schön. Warte mal. Einmal und dann eben auch nochmal, ne? Ja. So, dann möchte ich hier natürlich auch nochmal die Straßen. So. Genau. Ja, hier machen das am besten so. Machen wir, warte mal. Den machen wir ein bisschen breiter, dann sieht das doch schick aus. Genau. So, und von meinem Kontor machen wir tatsächlich. Ja, warte, genau. Ah, warte. Ah! Nee. Oder? Doch. So, mal. So lasse ich das. Maßnahmen erforderlich. Danke, Ivi. Weiß, wissen wir Bescheid. Und ja, holen uns Fische. So, wie Fische klatschen wir. Einmal. Versorgung sichergestellt. Zweimal. Problem gelöst. Dreimal. So, dann können wir erstmal die Fische und so, ne? Ich hoffe, dieser Auftrag wird Ihre Fähigkeiten nicht überfordern. Wissen Sie das? Ich sehe schon, wo das Problem bei dieser Turbine liegt. Das kriegen wir hin, sobald die anderen Probleme hier gelöst sind. Was für andere Probleme? Hab ich da was verpasst, liebe Freunde? Warte mal, erstmal. Ah, hier. Ich hatte ja schon längst mit meiner Arbeit angefangen. Aber die Energie reicht offenbar nicht aus, um die Anlage in Betrieb zu nehmen. Walter! Da fällt mir meine Werbung ein. Walter, Energieversorgung. Ja. Ergebnis: mangelhaft. Empfehle Gegenmaßnahmen. Okay, Ivi, ich baue ein Kohlekraftwerk. Schön für die Umwelt, ne? Nein. Das ist doch nicht normal. Warnung. Produktion gestoppt. Energielevel stabilisiert. Optimierung erfolgreich. Ich gratuliere. Dankeschön. Warum wirst du hier gestoppt? Empfange dringende Nachricht.
Am Damm wären dringende Reparatur- und Wartungsarbeiten nötig, aber Mr. Strindberg sieht das ja anders. Ja, der Strindberg, der ist ja auch nicht normal im Kopf. Das wissen wir jetzt mittlerweile alle. So, liebe Leute, wenn ihr hier lesen wollt, könnt ihr Pause machen und wir machen direkt mal weiter. Yippie, yay. Absender der Mail lokalisiert. Aufenthaltsort? Danke, Ivi, das wissen wir mittlerweile. So, dann müssen wir erstmal. Was haben wir denn hier? Sie haben meine Nachricht also erhalten. Wenn die optimierte Turbine ungetestet eingebaut wird, könnte das katastrophal enden. Ich bin machtlos, aber vielleicht hört Mr. Strindberg ja auf Sie. Ja, das probieren wir doch gleich mal. So, Mr. Strindberg, da müssen wir davon überzeugt werden. Ja gut, machen wir mal. Mr. Dingsterbumster, wo ist er denn? Wo ist mein Schiffchen? Schiff! Und dann können wir gleich mal ein bisschen was einkaufen. Und schon wieder mit Super Speed durch die Flüssiges, durch das Meer. Na, wo ist er denn? Ja, ja, Peterson wieder einmal. Der wittert doch überall Gefahr. Der Einsatz der neuen Turbine ist beschlossen. Bringen Sie also lieber diese Materialien zur Konstruktionsanlage. Herr Strindberg, Sie sind mir sehr unsympathisch. Das finde ich nicht toll. Kommen wir gleich zum Geschäft. Ja. Damit haben wir einen Abschluss. Leider. So, wo muss ich denn hin, liebe Leute von heute? Ich muss nach Hause. Nach Hause! Mit Super Speed durch die Wellen. Yippie-yay, Schweinebacke. Home sweet home, würde ich mal behaupten. Und natürlich. Bitteschön. So. Ich habe hier zu viele. Warte mal. Machen wir mal ein bisschen höher her. Ne? Könnte mal ein bisschen mehr zahlen, ach, Leute. Der Stahl, wenigstens das funktioniert. Aber die Arbeiten hier, wir sind ja fast fertig, aber Mr. Strindberg macht immer mehr Druck. Ohne weitere Arbeitskräfte werden wir seine Zeitvorgabe nicht einhalten können. Gut, Walter, dann machen wir das so. Pass mal auf, Kollege. Hier machen wir die Steuern erstmal hier runter. Und dann kriegt ihr noch mehr Nachbarn, sozusagen. Wie viel hättest du denn gern? 12 von 15... Was? Was? Was soll der Scheiß? Nicht genug Baumaterial. Na gut. 2, 4, machen wir 3 Häuser draus. Ich registriere eine Weiterentwicklung. Gratulation. Danke, Ivi. Haben Sie meine Anweisungen genau befolgt? Ja, Herr Mr. Strindberg, Sie Teufel. Oha. Jammern Sie nicht, Peterson. Für Ihre Tests ist auch später noch Zeit. Sobald die Turbine eingebaut ist, wird das Kraftwerk auf volle Leistung gebracht. Okay. Auf volle Leistung, ohne Test. Purer Wahnsinn. Die strukturelle Integrität des Damms wird das nicht verkraften. Das sehe ich genauso wie du, Herr Peterson. Verdammt! Der Belastungspuffer ist ausgefallen. Die Halterungen brechen. Wir müssen raus hier. Alle raus! Evakuiert, Leute! Alle evakuieren hier! Hätte der Was haben Sie getan, Sie Idiot? Für diese Katastrophe werden Sie sich schön allein vor Global Trust verantworten. Ey, Strindberg, der Peterson kann nichts dafür, dass du so erfüllt. Nee. Guckt euch das an. Und hiermit haben wir das Ayu gewonnen. Herzlich willkommen, ich habe gewonnen. Juhu. So.
Jo, ihr Lieben, und morgen geht das hier mit Mission 2 weiter. Wenn es euch das Video gefallen hat, dann liked es doch, kommentiert es und auf ein Abo wäre ich auch stolz. Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Dat Graf und wir sehen uns dann morgen.